Wir starte ich jetzt plus mit plus 5. Plus 7. Hä? Vielleicht hat er die Änderung jetzt übernommen. Achso, meinst du, das hat vorher nicht funktioniert? Stärk mal. Aber ich hatte vorher aggressiv drin. Also das macht alles keinen Sinn. Egal. Oh. Ja, GG. GG. Da habe ich dir einen mitgegeben. Alles gut. Und damit gerät, dass du ein bisschen weiter hinaus schießt. Du machst das klasse. Wohl etwas zu weit. Ja, noch nicht geschafft. So, ist mir ein bisschen das Heck gekommen.
Alter, hat mich das jetzt wirklich so viel gekostet? Ich hätte gerade... Na gut, das würde hinkommen, und 5 Sekunden Freeze. Ultra schlecht gekriegt, die Kurve. Sah so aus, als hätte ich berührt, aber bei mir auf jeden Fall war auch Abstand. Nö, war alles gut. Dass du gleich noch besser rauskommst als ich. Du musst deinen Vorsprung vergrößern. Dein Verfolger hat weniger als eine Sekunde Rückstand und der DRS Ich habe irgendwie das blöde Gefühl, ja, ich hab's gewusst. Wie viel das fette Gemisch hier ausmacht, ey. Eine volle Kerstpulle gehabt. Bitte? Wie viel das fette Gemisch ausmacht, soll ich habe eine volle Kerstpulle gehabt. Ich auch. Aber trotzdem bist du halt noch dichter gekommen. Bist du nicht fett gefahren, oder? Nee. Na gut. Ja, dann bist du aber mit ganz schön viel Überschuss. Oh ne, sowas macht man nicht. Willst nur der S haben, du Hund. Nicht mal unbedingt, aber ich innenrum in der Kurve, ich weiß nicht. Au revoir. Jetzt so ein Achtergang, ne? Das ist schon nicht schlecht. Das war aber ganz schön viel gummige Wurzel dann neben der Ideallinie. Mhm. Das ist sehr interessant wirklich, muss ich schon sagen. Einer links, einer rechts. Ich bin hier auch ein bisschen froh drüber, um ehrlich zu sein. Endlich wieder den Buffer, den ich haben wollte. Diesen üblichen Hamilton-Rosberg-Buffer. Und da ist der Dreher. Auf dem Körper. Einfach Stoff, Junge. Und. Yes! Glückwunsch zum Sieg! Das ganze Team ist begeistert! Na
gut, der Abstand schildert jetzt nicht wirklich das Rennen, aber... Oh. Auf jeden Fall... Hätte ich das erste Mal nicht ziehen lassen dürfen. Vor dem ersten Stop noch. Was heißt hier ziehen lassen? Ich habe einfach ein paar Runden fett durchgeballert und habe mir halt einen Abstand vorher rausgearbeitet. Ja, ich hätte dich ja gar nicht vorbeilassen dürfen. War aber der Meinung, dass ich dich auf der zweiten Geraden wiederkrieg. Ich dann auch voll Kers hatte, habe aber dann den Kurvenausgang verkackt und dann war halt GG. Hätte ich eine halbe Kerspulle auf der ersten Geraden genommen, dann wärst du wahrscheinlich gar nicht erst vorbeigekommen. Und auf der zweiten hätte ich die zweite gezündet, wärst du auch nicht vorbeigekommen. Das hätte ich das ganze Rennen über machen können, da kommst du nicht vorbei, außer halt, wenn ich Mist baue oder so.